Ich bin unterwegs, wie ihr seht, und zwar wieder in Dänemark, ja, mein Lieblingsland zum Radfahren. Und vollgepackt mit Taschen. Ja, ich mache eine Übernachtungstour, zwar nur eine Nacht. Boah, ist ganz schön vollgepackt, auch viel zu viel, aber ich wollte mal wieder mit Gewicht fahren, um auch mal wieder zu sehen, ja, nach Monaten. Man, Ende September war ich das letzte Mal mit Taschen unterwegs, das fährt sich jetzt total komisch. Aber jetzt will ich das nochmal testen. Boah. Mit allen dabei, Zelt und was alles dazu gehört. Neues Equipment, weil letztes Mal ging das Zelt kaputt und die Luftmatratze. Da habe ich auch was Neues jetzt mit. Ja, und das heute, ja, wird doch ein wunderbarer Tag. Tollstes Wetter. Ich stehe hier bei Esbjerg, direkt an dieser Skulptur. Mann am Meer oder Männer am Meer heißt das. Sehr markant. Sieht echt toll anzuschauen. Sieht witzig aus. Ja, es ist ja so ein tolles Wetter. Es ist zwar ein bisschen windig, aber sehr, sehr warm. 15, 16 Grad jetzt schon. Es ist noch nicht mal 8:30. Wunderbar. Ja, was habe ich eigentlich vor heute? Ja, ich bin hier jetzt in Esbjerg, westlich davon, und werde jetzt nicht die Küstenradweg fahren. Noch nicht zumindest. Ich fahre erstmal Richtung Nordost, Richtung Wade und dann rüber nach Hennestrand, bis ich da an der Nordsee komme. Und dann fahre ich den Nordseeküstenradweg so ein bisschen entlang. Runter wieder nach Blåvand, das ist da ganz hinten. Ach, das, ja, 100 Kilometer ungefähr. Ja, und die letzten 40, 50 Kilometer werde ich erst morgen fahren, denn da werde ich irgendwo zelten. Das ist da wieder möglich. Aber ich freue mich drauf, endlich wieder mit Zelt, mit schwer bepacktem Fahrrad. Das ist echt ein ganz anderes Thema zu fahren, aber es ist wunderbar. Ich freue mich drauf, ich hoffe auf schöne Bilder. Doch, so wie hier ist es ja schon richtig klasse. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt wurde ich rausgeführt aus Esbjerg auf einen richtig schönen, gut ausgebauten Radweg. Die Nummer 2, die werde ich auch weiterhin folgen, Richtung Wade. Ja, große Highlights kommen erstmal nicht. Ich weiß nicht, wie es da aussieht in den größeren Ort. Also, ich erwarte noch nicht viel außer Felder und ein paar Ortschaften. Aber dann, ja, wenn ich so 30 Kilometer hinter mir habe, so langsam nach Richtung Nordseeküste kommen, denn wird es wohl etwas besser werden mit Highlights, Aussichten, Landschaften und mehr. Aber für mich geht es erstmal da entlang an der Straße. Also nichts Besonderes erstmal. Jetzt bin ich hier in Wade, ja, die Kilometer jetzt, das war alles nur zum Überbrücken, nichts Besonderes, nur landwirtschaftliche Flächen. Aber hier sieht es schon ganz nett aus, ein größtes Flüsschen hier. Andere Seite ist der kleine Bootshafen.
Aber große Highlights sind hier nicht. Es geht gleich noch weiter, ja, auch weiter über Land, bis ich dann irgendwann Richtung Küste stoße. Ja, das sind noch ein paar Kilometer. Ich habe jetzt schon 25 hinter mir. Wie gesagt, vom Parkplatz am Hafen in Ersberg. Da bin ich ja gestartet. Aber der Wind. Hi. Der Wind ist doch recht stark, wenn man dagegen fahren musste. Ja, aber jetzt geht es ein bisschen Rückenwind Richtung Westküste, Richtung Nordsee. Aber sieht ja ganz nett aus jetzt hier. Kilometer um Kilometer mit Rückenwind Richtung Nordsee. War nicht mehr lang. Ich glaube, da kommt gleich ein gutes Plätzchen, ein schönes Plätzchen. Vielleicht um mal auch eine Pause zu machen. Ich bin schon bei Kilometer 40. Nichts Besonderes. Also erstmal noch ein paar Kilometer, aber dann kommt's. Kilometer 54, das erste große Highlight. Ich stehe hier am Filsel, ein Naturschutzgebiet, ein Binnengewässer, getrennt von der Nordsee durch die Dünen. Aber ich muss sagen, was für eine Strecke. War nur Kilometer reißen eigentlich und dann mache ich noch über Gravel ohne Ende. Teilweise sehr grob und tief, da muss man doch ein bisschen aufpassen. Aber auch sehr anstrengend. Aber bei dem Wetter, Leute, hier geht so ein eigentlich doch recht kräftiger Wind. Aber es sind 23 Grad, 23:30. Vor kurzem hat man noch so gefroren. Und jetzt steht man hier und das ist alles viel zu warm.
Ich werde gleich auch nochmal die lange Hose ausziehen. Ich habe eine Radlerhose unter. Das langt völlig. Das ist so warm und so schön. Endlich habe ich den Platz hier erreicht, um meine Pause zu machen, was zu essen. Es ist auch schon fast ein bisschen spät. Ein bisschen habe ich ordentlich Hunger gekriegt. Und ja, ich habe ja noch was Neues mit. Neue Kamera. Sony ZV1 habe ich mir mal geholt. Bei mir fehlt immer der Zoom. Irgendwie, so wie hier. Mann, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Zwei Kameras ist immer schwierig mit zu schneiden, aber ich versuche es mal mit der. Mal ein bisschen zusätzlich. Denn vielleicht kriegt man ja das hier noch besser eingefangen als mit der GoPro, wo man nicht so gut zoomen kann. Ja, ich mache jetzt Pause und dann geht's Richtung Hennestrand. Gibt es da sogar noch einen Skywalk mitten so rein ins Vergnügen hier. Hier gibt es sogar noch eine kleine Brücke, nur so zum Spaß. Die elliptische Brücke hier einmal rein in den See. Da hinten habe ich gesessen und einen Mitfahrer habe ich jetzt aus dem Damm. Ich war wohl die einzige Landemöglichkeit. Der war wohl vom Wind verweht worden. Die Sonne geht langsam weg, ja, das hatten sie auch angesagt, so ein paar Wolken, aber ich muss sagen, es ist sehr angenehm, dass er in kurzer Zeit sowas sagen muss. Er ist gefroren vor kurzem, vor zwei Wochen und jetzt, boah, ein Glück, die Sonne ist weg. Aber, naja, das nächste Highlight kommt bestimmt, es geht weiter Richtung Hennestrand, da sehe ich wohl endlich mal wieder die Nordsee. So, ich hab's geschafft. Sonne, Sand und Meer. Da bin ich.
das ist schon Sommerfeeling. Hier ist schon was los, aber noch nicht so viel, denn die ganzen Deutschen sind noch nicht da. Aber ab heute darf ganz Deutschland wieder hier einreisen, ohne Quarantänepflicht und irgendwas. Ach, das wird jetzt losgehen. Ferien sind da eh bald in 2 Wochen, glaube ich. 2, 3 Wochen beginnen die Sommerferien. Wird auch langsam Zeit. Aber noch sind die Dänen fast unter sich, außer die Schleswig-Holsteiner, die sowieso schon hier waren und das genutzt haben, so wie ich jetzt. Aber das muss ja genutzt werden, gucken, wie das hier aussieht. Was für ein breiter Strand. Hier kann man sich doch austoben. Wow. Das muss ich erstmal wieder genießen. Was eine Strecke hier. Nur Sandstrand. Wow. Herrlich. Ja, das genieße ich mir hin. Und dann geht's. Ja, das ist jetzt hier der nördlichste Punkt. Dann geht es wieder Richtung Süden. Richtung Blåvand, aber das ist noch weit entfernt. Ich steuere noch andere Dinge an hier. Tolles Plätzchen wieder hier. Da mündet die Henne auch in die Nordsee. Ja, bei Sonnenschein sieht es besser aus, aber ich muss sagen, ein bisschen froh bin ich, dass sie ein bisschen weg ist. Boah, will ja nicht schon wieder meckern, es ist ja gutes Wetter. Aber die Sonne brennt, wenn sie da ist. Da ist ja wieder ein toller Blick hier hinein in die Nordsee. Da sieht es ein bisschen dunkel aus, aber Regen soll eigentlich nicht kommen. Unheimlich warm, Wahnsinn. Reinstes Sommerfeeling hier. Boah. Ja, weiter geht's. Boah, ist das hier hindurchgeschüttelt. Grober Schotter, richtig tief. Richtig anstrengend und entgegen den Wind. Das sind jetzt 1,5 Kilometer von der Stelle gerade eben. Aber noch 200-300 Meter, dann ist die Straße da. Und da liegt dann auch wieder der Filzel. Dann fahre ich die Straße längs an einem See wieder vorbei. Und dann geht's weiter. Danke, dass die Sonne weg ist. Das wäre noch anstrengender gewesen. Jetzt befinde ich mich hier auf einem richtig tollen Radweg. Das ist der Nordseeküsten- oder Westküstenradweg. Wow, richtig einsam jetzt von der Straße weg. Hinten durch den Wald, man hört gar nichts mehr außer die Vögel. Oh, wunderbar. Sehr ruhig hier. Macht Spaß wieder. Boah, aber warm ist es trotzdem. Die Sonne ist weg, aber unglaublich. So warm.
Hier ist die nächste Touristenhochburg. Welches Strand? Bisschen Verkehrschaos. Hier dürfen die Autos eigentlich auf dem Strand und parken, aber irgendwie geht da gar nichts. Die fahren sich alle hier vorne fest. Die kommen gar nicht so richtig weit. Ich glaube, hier brauchst du Allrad, um da rauszukommen und reinzukommen. Richtig gut zu beobachten hier. Schöne Pause wieder hier am Strand. Schöne warme Luft. Sehr warme Luft hier. Oh, es sieht ziemlich dunkel aus. Ein bisschen Regen ist auch da draußen. Ob das hier hinkommt? Oh, der Wetterbericht sagt eventuell heute Nacht. Egal. Hauptsache hier. Hauptsache unterwegs. Und das hier genießen. Blåvand ist noch ein paar Kilometer entfernt, aber ich finde, die Orte sehen natürlich alle gleich aus. Hier, genau wie Hennestrand, sah das jetzt gerade eben auch da aus bei den ganzen Läden. Und auch die Ferienwohnungshäuser, alle so in den Dünen versteckt. Alles irgendwie dasselbe, aber trotzdem wunderschön. Genau wie dieser Strand hier. Jetzt mal genießen hier und beobachten. Hier im Hinterland, das ist ein riesiges Militärgelände, Übungsgelände. Die waren heute auch unterwegs, hat man schießen hören vor eine Stunde oder so. Und hier stehen überall Häuser zugemauert. Lost Place nicht zu erreichen. Aber das Dach ist wieder in Ordnung. Das ist noch nicht so alt. Jetzt ist es richtig schön angenehm. Der Wind, der wird langsam weniger, merkt man. Boah, aber bald 90 Kilometer, so ein bisschen merkt man das doch, dass man mehr Gepäck hat. Boah, naja, weiter geht's wieder, ja, weiter Richtung Blåvand. Kurz vor Blåvand ein primitiver Campingplatz. Gemäht, Grillstelle, Feuerstelle, Mülleimer, da hinten eine Toilette. Hier kann man sich schon gemütlich machen, aber hier ist sonst nichts. Da hinten, da ist die Hauptstraße. Ein bisschen von ab, man hört sie. Nachts ist natürlich ein bisschen ruhiger. Aber jetzt ist noch ein bisschen früh, 16 Uhr erst. Ich fahre auf jeden Fall noch rein. Das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, ist Wasser. Wäre schon kein schlechtes Plätzchen, aber hier gibt es noch ein paar mehr. Also wenn ich nichts Besseres finde oder es ist überall zu voll, also hier glaube ich, ist nicht viel los. Das wäre schon ein nettes Plätzchen. Naja, ich fahre erstmal nach Blåvand rein und schaue ich mal. Thank you.
Lovanzock. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Nur 3 Kilometer bin ich gefahren, um hier jetzt zu sitzen. Blåvanns Hock oder irgendwie so. Unglaubliche Aussicht. Was ist das denn hier? So krass. Wow, was für ein Ort. Sonne wäre natürlich besser, aber dann wird es den Namen auch gerecht werden, denn Blåvann heißt blaues Wasser, aber das ist krass. Ich koche ja nicht viel, aber das ist ja wohl das Plätzchen zum Kochen mit dem Drang, ja, non plus ultra, würde ich sagen. Was eine Rundumsicht hier. Das muss ich jetzt nutzen. Ich habe mir Nudeln mitgenommen und Tomatensauce. Standard, aber echt klasse. Dieser Ausblick hier, den muss ich jetzt noch genießen. Ich habe ja Zeit. Zeltplatz ist ja nicht so weit weg. Ich habe ja noch Zeit. Die Sonne geht um 22 Uhr unter. Wow, es ist einfach nur krass. Das kann man nicht beschreiben. Das muss man echt gesehen haben. Bei Sonne natürlich bestimmt noch schöner, aber so ist es auch schon sehr toll. Sehr, sehr toll. Naja, jetzt will ich erstmal was essen. Es dauert noch ein bisschen. Aber es ist 10 nach 5. Es ist echt noch früh. Ich kann es hier voll genießen. Ah, klasse. Das habe ich richtig gut getimt. Jetzt hier zu sein und das noch zu genießen. Ein paar Kilometer nur und dann hat man den Zeltplatz. Ach, ist das. Oh. Unbeschreiblich, unbeschreiblich.25 Minuten hat es gedauert und schon ist angerichtet. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Siegerradler gibt es natürlich auch. Flensburger, alkoholfrei. Oh, das ist hier echt ein toller Fotopunkt. Hier sind andauernd Leute. Jetzt ist gerade keiner da. Aber ich muss die lange Hose anziehen. Nicht wegen der Kälte, dass es kalt wird, sondern hier schwimmen überall Mücken, selbst hier. Aber ich habe jetzt Hunger. Oh, Drang hier. Muss hier ausbrennen. Ich muss jetzt erstmal essen. Oh, und dann. Ja, mal sehen, wie lange ich hier noch sitze. Zu heftig. Aufgegessen. Aufgeräumt. Samstag wieder abfahrbereit. Ja, hier schwirrt eine Drohne rum, was natürlich hier nicht erlaubt ist. Ja, die Leute wissen es nicht, aber man darf vom Strand weg nochmal, ja, ich glaube 100 oder 150 Meter nochmal landeinwärts nicht fliegen. Und dann wundern sie sich immer, dass es neue Gesetze gibt, die noch strenger sind. Ja, Leute, naja, nicht alle sind belehrbar. Man kann sich nicht immer an Regeln halten. Stören tut es mich jetzt nicht. Egal, ich werde hier auch keinen anscheißen. Also, vergiss es wieder. Ja. Aber diese Aussicht hier, die ist ja da hinten. Da hinten. Ah, da sieht man die Pferde, die sie, ja, aus den Bunkern, ja, draufgebaut worden sind. Dass es aussieht wie Pferde, die ins Wasser stürmen. Die sind da ganz hinten. Vielleicht komme ich da gleich noch vorbei. Oh, Leute, ich habe es echt aufgegessen. Das war so viel. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ging alles rein. Und jetzt bin ich gestärkt. Es wird langsam frischer, die Sonne ist ja weg.
trotzdem tolles Plätzchen. In Sonne, bei Sonne ist es natürlich viel schöner, aber das ist jetzt schon krass. Das ist, ich kann mich gar nicht beruhigen, aber es war sehr schön hier. Aber muss mal ein Ende haben, aber ich werde irgendwann mal bestimmt wiederkommen hier. Naja, auf wie geht's. Mal sehen, was ich gleich noch sehe, wohin es mich führt, zu welchem Zeltplatz oder so. Ja, gleich mal schauen. Ja, die musste ich noch mal sehen. Da sind sie, die Pferde, aus Bunkern gebaut. War ein toller Abend, auch ohne Sonne. Ich bin jetzt hier östlich vom Blåvand, hier in diesem Wald. Hier darf man jetzt frei zelten, in diesem, links und rechts. Jetzt muss ich hier nur noch ein Plätzchen finden. Das kann man auf der Internetseite der Naturschutzbehörde der dänischen sehen. Jetzt muss ich nur noch ein Plätzchen finden. Ist richtig einsam. Kaum noch Leute, kaum Häuser. Irgendwo hier. Ich würde sagen, ich habe mein Plätzchen gefunden. Da vorne in dem Weg, da ist die Grenze zum Nationalpark Wattenmeer. Und ich stehe jetzt hier im Wald, habe mir ein Plätzchen gesucht. Bin nicht hier, es ist ein bisschen weiter hinten. Da ist eine schöne flache Stelle. Da werde ich das Zelt aufbauen. Wow, krass, dass man das darf. Aber ich habe nochmal einen Screenshot gemacht von der Stelle, wo ich jetzt bin. Auf der Nationalparkseite, da habe ich das jetzt rauf geguckt und ja, ich bin drin, also hier darf man, aber Mücken sind hier, das ist klar, Wald, ja, Nord, das ist bei uns auch, aber naja, man sieht da hinten die Autos fahren, da hinten ist noch ein bisschen mehr noch zu sehen, ich glaube, da werde ich morgen noch mal, morgen früh hinfahren, da gibt es noch mal so einen Strand und so. Aber erst morgen. Okay, ich werde jetzt erstmal alles nach hinten räumen. Mal gucken, ob ich ein Plätzchen finde. Ob das gut genug ist. Hier soll das Zelt nur stehen. Ich habe mir neues gekauft. Sieht man in so einem schönen Grün. Gut fürs Wildzelten. Daraus kein besonderes Zelt. Zwei-Mann-Zelt. Ja, von der Firma. Ja, kenne ich nicht. Habe ich selbst gekauft. Ja, ist halt ein Zelt. Ja, das andere hat seinen Geist aufgegeben. Ich habe es repariert. Ich habe eine neue Stange. Aber ich möchte ja, fürs Wildcampen. So, mal diese Farbe ausprobieren, das andere leuchtet ja alles nicht so gut. Ja, Aufbau, ja, ist alles immer dasselbe beim Zelt, ist ja nichts Besonderes. Scheiß Mücken. Ja, dann werde ich es mal ganz schnell aufbauen und wie das schön bei YouTube geht,
Einfach nur hinschmeißen, oder? Siehst du, da steht es doch. So schnell geht das auf YouTube. Mann, Leute, das ist so warm. So spät am Abend. Und die Mücken, oh, die stehen alle um mich rum. Ach, lang nicht mehr gehabt. Nur eine kleine Rumtour, aber das ist noch nichts eingeräumt. Naja, ist ja eh nur Schlafzimmer, dann Küche, Bad, ist alles draußen. Ja, okay. Ist ein bisschen Platz. Ich glaube, für zwei Personen wäre das ein bisschen eng. Aber für mich und meine Sachen wird es auf jeden Fall lang. Und dann muss ich das nächste neue gleich noch rausholen. Die Luftmatratze. Da habe ich auch noch eine Menge Geld für ausgegeben. Einmal was Ordentliches. Ja, ich habe dann nochmal ordentlich Geld ausgegeben. Dann habe ich mir doch die Thermarest Neo Air gekauft. Eine Menge Kohle, aber ich habe da schon einmal drauf geschlafen. Geht ganz gut. Schön weich. Wie man es haben will. Oder auch härter, wenn man es machen will. Aber die kostet eine Stange Geld. Aber bei anderen hat man immer wieder gelesen, ja, der Verschluss geht irgendwann nicht mehr richtig. Und bei der stand das eigentlich nicht. Ich denke, jetzt gibt es das Geld aus. Naja, da werde ich mich mal aufpusten. Aber das geht auch wieder schnell. Ja, das ist die Large. Ich brauche ein bisschen was Größeres. Bin ja nun mal lang. Ja, und das Rest musste ich ja auch noch einräumen. Ah, dann mache ich auch wieder ganz einfach. Siehst du? So schnell geht das. Ja, passt alles rein. Ist aber noch nicht ausgebreitet. Ja, die ersten Mücken muss ich schon wieder raustreiben. Aber egal, das ist Natur. Das gehört dazu. Aber es ist so warm. Weiß ich nicht, ob ich gut schlafen kann. Eigentlich bin ich sehr kaputt. Ich weiß gar nicht, wie viel wohnt. Was sagt das Navi? 122 Kilometer. War eine ganze Strecke. Boah. Ich war angestrengt. War irgendwie ganz gut, dass die Sonne nicht da war. Ja, vielleicht gibt es heute Nacht noch ein bisschen Regen. Eventuell. Vielleicht, vielleicht. Mal schauen. Aber oh, diese Mücken. Ja, die nerven ein bisschen, aber egal. Das war ein richtig schöner Tag. Das Ende war irgendwie besonders schön. Das Essen da oben. Ich brauche jetzt auch nichts mehr kochen hier. Mitten im Wald, in nirgendwo. Richtig wunderbar. Boah, ich hätte eigentlich nur Bock, nur mal da rauszufahren. Aber ich bin eigentlich jetzt Schluss. Das mache ich morgen früh. Ich werde jetzt gar nicht mehr viel machen. Vielleicht noch ein bisschen essen und trinken. Trinken vor allen Dingen, das ist noch wichtig. Ich habe mir gerade auch noch mal ein bisschen im Ort noch mal mit Wasser eingedeckt. Das ist ganz wichtig. Das ging mir heute schon fast aus. Boah. Auf einmal keine Kirchen mehr, nix. Das waren immer nur Ferienorte, da gab es nichts. Mal was zum Einkaufen, aber Einkaufen brauche ich nicht. Ich brauche nur einen Wasserhahn. Dann waren mal hier Toiletten da. Ja, dann ging das auch wieder. Jetzt ist alles aufgefüllt. Jetzt werde ich die Nacht auch überleben. Gegessen habe ich ja schon. Aber das eine oder andere werde ich noch essen. Aber ich werde das jetzt hier ausklingen lassen. Also, ich hoffe, es hat dann gefallen heute. Morgen geht es weiter. Circa. Ja, 40 Kilometer noch bis Esbjerg, bis wieder zu den, ja, das war das, Mann am Meer, bis ich wieder da bin. Aber da geht es noch ein bisschen am Meer entlang und morgen früh fahre ich nochmal da raus und gucke mir da das nochmal an. Außer es regnet natürlich noch morgen früh, das weiß ich nicht. Wetter-App ist noch ein bisschen unschlüssig, aber egal. Morgen geht es auf jeden Fall weiter, also danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Halt, noch ein kleiner Nachtrag. Ja, die Kamera hat gut funktioniert, kaum Akku verloren. Ich habe auch nicht durchgängig damit gefilmt. Doch einige Szenen, die werde ich wohl hoffentlich auch einbauen können in das Video. Ja, ich hoffe, es passt dazu. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Bisschen schwer vielleicht, aber naja, man kann auch ein Mikrofon anschließen und alles. Also ich glaube, Rainer Dornbock hatte ja auch. Vielleicht wird ihr ja mal was. Ersatz für die GoPro, aber GoPro finde ich immer fast doch am besten. Zugriff, anschalten, fertig. Hier musst du immer noch gucken, anmachen. Nochmal auf den Knopf, aber egal. Ich glaube, das waren auch tolle Bilder. Also denn, tschüss, bis morgen.